Der Automobil- und Motorsportclub macht es schwerbehinderten Kindern und Jugendlichen möglich, im Kartanhänger mitzufahren. Dafür entwickelte der erste Vorsitzende Guido Grube diesen Anhänger. Ude Isler und Josef Noll haben den Start dieses Inklusionsprojektes im Haus St. Martin mit der Kamera begleitet. Wir sind der Automobil- und Motorradclub Ingelheim und befassen uns seit der Gründung hauptsächlich mit allen Themen der Mobilität. Schwerpunkt aktuell ist unsere Vereinsaktivität liegt in der Verkehrserziehung und im Motorsport. Wir bieten diverse Sportarten an. Größte Sparte ist hier der Kartslalom. Kinder- und Jugendkartslalom ist das von Kindern von 8 bis 18 Jahren. Nebenbei haben wir aber auch Fahrer in der Kart-Rundstrecke, aber auch im Automobilsport sind wir vertreten mit Automobilslalom, GT-Sport, Rallye-Sport, Formelsport, ganzes Portfolio. Neueste Sparte ist E-Sport, da machen wir Sim-Racing am Computer. Vor ein paar Jahren haben wir die Organisationsstruktur des Vereins erneuert und in diesem Zug haben wir auch die Gemeinnützigkeit erlangt. Gemeinnützigkeit im Motorsport, was gibt es da groß? Wir haben gesagt, wir müssen irgendwie was Gemeinnütziges tun und haben dann überlegt, wie können wir der Gesellschaft was zurückgeben. Und durch einen Kontakt zum Rallye-Club Böblingen bin ich auf das Thema Inklusion aufmerksam geworden. Der Rallye-Club Böblingen macht eine ähnliche Geschichte und im Zuge von einem Know-how-Transfer sind wir dann auf unsere Idee gekommen, Inklusion zu betreiben mit einem Anhänger, der von unseren Kartfahrern gezogen wird. Dann haben wir überlegt, wie bauen wir denn so einen Anhänger überhaupt? Ich dachte dann ursprünglich, ich nehme ein altes Kartchassis und baue das ein bisschen um. Das hat sich ganz schnell als nicht umsetzbar herausgestellt. Damit dieser Anhänger spurtreu dem Kart folgt, musste der Anhänger mit einer Allradlenkung versehen werden. Der Anhänger ist also eine komplette Neu- und Eigenentwicklung. Die ganze Mechanik für die Allradlenkung verläuft unter dem Anhänger. Der ganze Anhänger ist auf Sicherheit ausgelegt. Wir haben einen Sicherheitssitz mit drin, mit erhöhter Rückenlehne, mit einer Kopfstütze. Wir haben einen 4-Punkt-Sicherheitsgurt verbaut aus dem Motorsport. Das Lenkrad ist fest, damit sich das nicht drehen lässt. Da können sich die Kinder dann dran festhalten, haben einen fixen Bezugspunkt. Der Anhänger wird ganz normal mit einer Anhängerkupplung Standard an dem Zugfahrzeug befestigt. Das Zugfahrzeug ist ein ganz normales Slalomkart, da haben wir eine Kugelkopfkupplung dran gebaut. Damit haben wir sichergestellt, dass wir eine spielfreie Verbindung haben, sodass es beim Gasgeben und beim Bremsen nicht zu Rucken kommt. Und das dient auch der Sicherheit. Der Anhänger hat zudem von der DEKRA ein Gutachten bekommen, das dem Anhänger eben sichere Nutzung attestiert. Finanziert wurde der Bau von dem Anhänger teilweise von Spendengeldern, von Vereinsmitgliedern, zum großen Teil aber durch Fördergelder. Wir haben Fördergelder bekommen vom Landessportbund, die Impulseprämie. Wir haben Fördergelder bekommen von der Aktion Mensch. Wir haben aber nicht nur den Anhänger davon gebaut, wir haben auch Equipment angeschafft, um solche Events wie heute überhaupt durchführen zu können. Heute haben wir Premiere mit der Veranstaltung hier. Wir werden den Fokus erstmal auf Veranstaltungen im regionalen Bereich legen. Wir sind ein Ingelheimer Verein, deswegen bleiben wir auch erstmal in der Region Rheinhessen. Wir können das Ganze überregional anbieten.
Wir haben quasi mit unserem Anhänger ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Wir sind im gesamten Bundesgebiet mit den Kollegen von Böblingen eigentlich die einzigen, die das anbieten. Das ist aber noch Zukunftsmusik, weil auch das mit weiteren Kosten verbunden ist. Und da müssen wir erstmal gucken, ob wir ein paar Partner finden, die uns das Ganze ermöglichen, das Ganze überregional anzubieten. Denn es ist so, dass wir natürlich den Einrichtungen und Organisationen, denen wir das anbieten, das nicht in Rechnung stellen. Wir machen das natürlich kostenlos für die.